Heute gehört es zum guten Ton zu joggen, vielleicht durch den Wald oder ein Abo im Fitnessstudio zu haben. Das ist auch gut so, denn es ist wichtig, dass wir mit unseren körperlichen Kräften gut umgehen, dass wir gesund und fit bleiben. Es gibt aber Menschen, die fragen, gibt es denn so ein Fitnessstudio auch für die Seele? Tatsächlich, das gibt es. Man nennt das Exerzitien, also geistliche Übungen. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran, gleich gibt es ein paar Erklärungen dazu. Und wenn dich dieser Kanal interessiert, würde ich mich freuen, wenn du ihn teilst oder auch abonnierst. Bis gleich. Herzlich willkommen beim Pater, schön, dass du da bist. Heute möchte ich euch etwas sagen über das Thema Exerzitien. Übersetzt heißt das also geistliche Übungen. Es geht tatsächlich darum, sich einzuüben. In was? Dass die Seele und der Wille stärker wird. Ich bin hier jetzt in einem Exerzitienhaus, weit weg von der Zivilisation, in den Albaner Bergen. Und bevor ich in die Exerzitien gehe, möchte ich euch etwas über dieses Thema erzählen. Exerzitien, das kommt von exerziere, also von üben. Der Mensch muss üben, das fängt schon in der Schule an. Man lernt schreiben und rechnen nur durch Üben. Übrigens, man lernt auch laufen nur durch Üben. Und wenn man sozusagen als Mensch des Glaubens weiterkommen will, wenn man im Glauben weiterkommen will, auch dann braucht man Übungen. Übungen, die helfen, wirklich tiefer zu kommen, auch eine Art Experte zu werden in gewissen Dingen. Exerzitien, das sind Übungen, die man nicht alleine tut, sondern die man vielleicht in Gruppen tun kann. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen. Exerzitien sind nichts nur für Fromme oder für Ordensleute oder für Priester, sondern eigentlich für jeden Christen, der dabei ist, wirklich seinen Glauben ernst zu nehmen. Es gibt da die Exerzitien, die man sogenannte Vortragsexerzitien benennt. Also das heißt, zweimal am Tag oder dreimal am Tag wird der Exerzitienmeister einen Vortrag geben zu geistlichen Überlegungen und dann dich in die Stille schicken, um darüber nachzudenken. Es gibt aber auch Schweigeexerzitien, wo man immer still ist und nichts erzählt, wo man wirklich im Schweigen steht und sozusagen Gott zu sich sprechen lässt, vielleicht durch Worte der Heiligen Schrift. Es gibt Exerzitien, die man in der Natur machen kann. Also Exerzitien, wo man sich der Natur aussetzt. Aber es gibt auch geistliche Übungen, indem man wirklich an der Hand geführt wird von einem geistlichen Begleiter, einem Exerzitienmeister, der nach und nach dann mit dir durch dein Leben geht. Worum geht es denn eigentlich bei Exerzitien? Der Inhalt der Exerzitien bist eigentlich du mit deinen Fragen, mit den Fragen, die tatsächlich wichtig sind für dein Leben. Bei den Exerzitien geht es darum, sozusagen eine Weite zu gewinnen, wie ihr hinter mir im Hintergrund seht. Denn oft sind wir im Alltag so benommen mit irgendwelchen Pflichten und Aufgaben, dass wir gar nicht dazu kommen, tiefer zu denken, unser Leben zu reflektieren und vor allem nach dem Willen Gottes zu fragen. Man könnte sagen, Inhalt der Exerzitien ist die Suche nach dem Willen Gottes. Denn wir glauben, dass wenn dieser Gott sich dir offenbart in seinem Willen, dass dann dein Leben auch gut ist, wenn du seinem Willen folgst. Es geht also um das volle Leben. Deswegen geht es bei jedem Exerzitiengeschehen um einen inneren Weg. Es geht also darum, auf die Spur zu kommen, was will dieser Gott von mir? Wo gibt es Dinge, die mich hindern? Wo gibt es Blockaden auch im eigenen Glaubensleben, aber auch im Leben mit den Beziehungen, in denen ich so in meinem Alltag bin? Es geht auch darum, Entscheidungen zu treffen. Exerzitien helfen oft auch, vor allem tiefere Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist es gar keine schlechte Sache, wenn man heiraten will, zuvor vielleicht gemeinsam mit der Partnerin oder dem Partner oder aber auch allein sich zurückzuziehen und zu fragen, wie geht es mit dieser Beziehung und bin ich wirklich dabei, einen richtigen, entschlossenen Schritt zu tun. Es geht bei den Exerzitien also um dich und es geht vor allem um diesen Gott, der dich berührt. Die Heilige Schrift hilft uns dabei. Wie kann uns die Schrift dabei helfen? Bei den Exerzitien geht es also darum, sich vom Wort Gottes treffen zu lassen. Das heißt, Texte aus der Heiligen Schrift zu meditieren, zu durchdenken, mit dem eigenen Leben zusammenzubekommen. Bei Vortragsexerzitien wird der Exerzitienbegleiter oder auch Exerzitienmeister Texte aus der Heiligen Schrift auslegen.
Und dann geht man in die Stille und denkt darüber nach. In Schweigeexerzitien bekommt man Texte aus der Schrift und man liest sie ganz aufmerksam, auch mehrmals. Vielleicht immer wieder auch dieselbe Stelle, versetzt sich da hinein in diese Begebenheiten der Schrift und betet mit diesen Worten aus der Heiligen Schrift. Und dann erkenne ich plötzlich, dass dieser Gott mich und mein Leben durch diese Textstelle erreicht, berührt. Das ist eine spannende Erfahrung. Freilich, wer zum ersten Mal Exerzitien macht, der hat erstmal zu kämpfen, vielleicht mit der Stille oder mit dem Ungewohnten, dass man auf sich selbst zurückgeworfen ist. Denn tatsächlich, es geht darum, alles auszuschalten, also Handy, Radio, Internet, Fernsehen, Ablenkungen, um tatsächlich mit sich selbst im Bild gesprochen, in die Wüste zu gehen, so wie Jesus 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Es gibt tatsächlich ganz harte Exerzitienformen, 30-tägige ignatianische Exerzitien, wo man einen ganzen Monat sich da in diese Selbstkonfrontation stellt. Aber wenn man diese anfänglichen Schwierigkeiten überwunden hat, wird man merken, dass es eine große Entdeckungsreise ist, dass man an sich selbst Dinge entdeckt, die einem zuvor verschlossen waren. Vielleicht im Gespräch auch mit dem Begleiter oder der Begleiterin ganz neue Facetten an sich entdeckt. Es geht auch darum, sich den Schattenseiten zu stellen, der Schuld, den schwierigen Dingen, den Verletzungen des Lebens. Und bei all dem, das kann sehr anstrengend sein, ist es wichtig, dass man sich bewegt, frei in der Natur, dass man viel schläft, vielleicht auch gut isst, wenn es nicht gerade Fastenexerzitien sind, dass man sozusagen seinem Körper etwas Gutes tut, damit die Seele sich wohlfühlt und sich dieser anstrengenden Prozedur unterwirft. Hinter mir seht ihr eine Stelle aus, also eine Station des Kreuzwegs hier im Exerzitienhaus, wo Jesus sein Kreuz trägt. Für uns Christen ist das das Symbol für unser Leben, nämlich die Kreuzesnachfolge. Jesus sagt ja in der Schrift, nimm dein Kreuz auf dich und dann folge mir nach. Und darum geht es also, sozusagen mit Jesus durch dieses Leben zu gehen. Und ich würde dir wirklich empfehlen, egal wie alt du bist, egal wie fromm du bist, egal ob du schon Erfahrung hast oder nicht, dass du Exerzitien machst, wenigstens einmal im Jahr. Also einmal im Jahr einen guten Urlaub machen und einmal im Jahr einen guten Urlaub für die Seele, nämlich geistliche Übungen, Exerzitien. Die findest du in Klöstern, in deiner Umgebung, aber auch in Bistümern. Da werden viele Angebote gemacht. Schau, was passt, sei neugierig, mach Erfahrungen und empfiehl sie weiter. Das ist eine gute Sache und die lohnt sich wirklich. Und gerade nach der Pandemie ist es wichtig, dass wir nicht nur wieder aus dem Pushen kommen, sondern auch geistlich uns wieder vertiefen. So, ich gehe dann mal in die Stille, denn gleich geht's los. Ich wünsche euch alles Gute und ich denke natürlich auch an euch und bleibt gesund und vor allem bleibt fit, wenn ihr geistliche Übungen macht. Tschüss.